Das ist der Mann, der sagt, man steigt nicht in einen Schulbus ein, man lässt da seine Kinder nicht einsteigen, wenn der zu 95%iger Wahrscheinlichkeit verunglückt. Das macht man nicht und das mit aller Dringlichkeit auf den Klimawandel überträgt. Er ist der Mann, der vor dem Jetstream, der Verlagerung des Jetstreams und Extremwetterlagen gewarnt hat, als es noch niemand das hören wollte, bis dann die Extremwetterlagen in den letzten Jahren da waren. Er ist der Mann, der die ökologischen Kipppunkte, die Klimakipppunkte in die Debatte eingeführt hat und leider Recht behalten hat, obwohl er das nicht wollte. Und Herr Bartmann, ich glaube, Sie müssen noch einmal sagen, warum es so wichtig ist, dass er ausgerechnet Schellnhuber als Physiker, als theoretischer Physiker, als Erdsystemwissenschaftler zum Wald spricht. Denn ja, das war Ihnen ganz, ganz wichtig, dass er heute dabei ist. Ja, ich meine, es ist klar, es ist ein Star in diesem Bereich. Den hat man immer im Blick sozusagen, wenn man sich für Klima interessiert. Aber es ist eben auch ein Klimaforscher, der sich für den Rohstoff Holz interessiert. Und das in einer sehr umfassenden, globalen, ja revolutionären Perspektive. Er sieht nämlich im Bauen den Schlüssel zur Erreichung des Pariser Klimaabkommens und damit kommt dem Wald und dem Ökorohstoff Holz eine ganz neue Bedeutung zu. Professor Schellnhuber sagt selbst über das Bauen, selbst reflektieren, wie konnte ich nur so blind sein, diesen Elefanten im Klimaraum zu übersehen? Ja, Frau Busse, und da habe ich mir einfach gesagt, in den Zeiten, in denen Peter Wohlleben den Menschen in Talkshows verspricht, durch Nichtstun retten wir uns aus der Klimakrise, dem setze ich jetzt mal einen Kontrapunkt. Ich versuchte, Professor Schellnhuber nach Trier zu locken. Er hat auch zugesagt, wir waren in gutem Kontakt. Aber Sie wissen ja, für uns Trierer hat der Heilige Vater dann doch immer Vorrang. Und von daher bin ich aber trotzdem froh, er muss heute Mittag fliegen und heute Morgen ist er in Potsdam live dabei. Wir freuen uns, dass Sie hier sind, Professor Schellnhuber. Wir hoffen, dass er jetzt da ist. Genau, da ist er. Ganz herzlich willkommen. Ein Applaus für Herrn Schellnhuber. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag und danach ist noch Zeit für Fragen. Ganz herzlichen Dank. Ja, ich hoffe, dass Sie mich hören können. Das müssen Sie mir aber bitte bestätigen. Das wäre wichtig. Frau Dr. Busse, können Sie mich hören? Alles bestens. Ja, Sie perfekt. Können loslegen. Wunderbar. Ganze Saal hört Sie. Ich muss mich in der Tat entschuldigen. Ich hätte gerne die Reise nach Trier angetreten. Natürlich mit der Bahn in diesem Fall. Aber ich muss in der Tat heute noch in Rom sein und abends sprechen auch. Und verspreche aber beim nächsten Trierer Forum dabei zu sein, wenn Sie das so legen, dass das einigermaßen mit meinem Zeitplan kompatibel sein wird. Ich freue mich, hier zu sein. Wir haben einen Vortrag vorbereitet, den die Regie dann gleich einspielen wird. Und ich sehe mich, Herr Bartmann, jetzt nicht als Kontrapunkt zu Herrn Wohlleben oder anderen. Ich glaube, wir dürfen uns auf keinen Fall in eine polarisierte Debatte begeben. Wir müssen kühl betrachten, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile der nachhaltigen Nutzung der Ressource Wald. Aber am Schluss werden wir, da bin ich überzeugt davon, zu der Erkenntnis kommen, dass nur die aktive Umgestaltung des Waldes in Zeichen und Zeiten des Klimawandels und eine nachhaltige Nutzung der biologischen Ressourcen uns aus der Klimakrise herausführen wird. Das will ich dann erläutern. Vielleicht noch eine Vorbemerkung. Ich bin ein großer Anhänger des Herrn der Ringe, also des Romans von Tolkien in diesem Fall. Ich war auch an der Universität Oxford Professor und habe da die Originalzeichnungen von Tolkien bewundern dürfen im Tolkien Club. Und da gibt es ja diese wunderbaren Geschöpfe, die Ents und ihren Anführer Herrn Baumbart. Und ihr, wie heißt der, Ed Wood oder wie auch immer, den Sie vorhin auf die Bühne gebeten hatten, hat mich an Baumbart erinnert. Also wie gesagt, mit das schönste ökologische Märchen, das hier geschrieben wurde, ist The Lord of the Ring, The Lord of the Rings. Und vielleicht könnten Sie ja noch überlegen, ob Sie Ed Wood in Baumbart umbenennen wollen. Dann hätte man auch einen Bezug zu dieser
großartigen Literatur. Ja, jetzt würde ich die Regie bitten, meine Folien einzuspielen. Ich glaube, das geht nur auch auf Zuruf. Wunderbar, herzlichen Dank. Ich habe einen etwas anderen Titel gewählt, als jetzt im Programm angekündigt. Alles musste ja improvisiert werden. Ich bin auch sehr begeistert davon, wie gut die Improvisierung gelungen ist und habe jetzt den Titel gewählt, wir schaffen ein Bauhaus der Erde, was es damit auf sich hat, will ich dann erläutern. Gehen wir gleich zur nächsten Folie über, bitte. Ja, das ist das Pariser Abkommen, auf das sich alle beziehen im Augenblick, ein historisches Abkommen 2015. Ich war damals Mitglied der deutschen Delegation und auch der Delegation des Vatikans in diesem Fall in Paris. Und das Wichtigste ist, was wir rechts oben sehen, die Erderwärmung soll, das ist ein völkerrechtlicher Beschluss, auf deutlich unter 2 Grad Celsius begrenzt werden. Wenn möglich, das ist das hohe Ambitionsniveau, soll sogar die Erderwärmung bei 1,5 Grad Celsius gestoppt werden. Ob das überhaupt noch möglich ist, darüber wird gleich zu reden sein. Das ist ein Wendepunkt in der gesamten Klimadebatte. Er kam eben leider, das war die 21. Klimakonferenz dieser Art, sehr spät, fast zu spät, das muss man dazu sagen. 1990 erschien der erste Bericht des Weltklimarates. Da hätten wir noch relativ bequem Zeit gehabt, um die Erderwärmung auf ein erträgliches Maß zu beschränken. Heute werden wir wahrscheinlich in einen Bereich vorstoßen, der massive Anpassungsanforderungen stellen wird und der vielleicht auch in einen Bereich führt, wo sich der Klimawandel sogar verselbstständigt. Das wäre natürlich der schlimmste anzunehmende Unfall. Die Forschung dazu ist im Gange. Ich kann weder Entwarnung geben noch sagen, dass wir auf eine Heißzeit wirklich zusteuern. Aber dass es überhaupt so weit gekommen ist, das ist natürlich todtraurig, das muss man dazu sagen. Nächste Folie bitte. Zeichen an der Wand sind natürlich unübersehbar. Frau Busse hat darauf hingewiesen, das letzte Jahr 2020 war zusammen mit 2016 das heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen. 1,2 Grad Celsius Erwärmung haben wir, das heißt, von der 1,5 Grad Leitplanke sind wir nur noch 3/10 Grad entfernt. Wenn ich diesen Begriff Leitplanke verwende, dann so sich einfach vor, Sie fahren auf der Autobahn mit 160, was man eh nicht tun sollte, sind auf der linken Überholspur und sind vielleicht noch 50 Zentimeter von der Leitplanke entfernt. Das ist keine Situation, die man mit ein bisschen Verantwortungsgefühl zulassen sollte. Aber im Klimasystem sind wir genau in der Situation. Dann gab es eine Rekordzahl von Toppenstürmen über dem Atlantik, aber dieses Jahr ist nicht besser, ganz im Gegenteil. Bitte nächste Folie. Nächste Folie bitte, weiter. Das ist so eine kleine Collage, die meine Mitarbeiterin zusammengestellt hat, Gitta Köllner, die übrigens auch heute in Trier ist. Dankenswerterweise hat sie die lange Zugreise auf sich genommen, wird dann auch auf der Panel-Diskussion am Nachmittag teilnehmen. Wir haben also ein Jahr, wo alle Arten von Wetterextremen geschehen, Überflutungen, und zwar überall auf der Welt, in Australien, in Japan, in Tennessee. Und wir haben Waldbrände in Sibirien, im Amazonas-Regenwald, ohnehin in Kalifornien und, und. Also alles, was man sich an biblischen Klimaplagen vorstellen kann, geschieht jetzt, aber es geschieht eben nicht nur irgendwo weit hinten in der Türkei, wie Goethe sagen würde, es geschieht bei uns, es geschieht in Rheinland-Pfalz, ja, mit diesen schrecklichen
Flutereignissen, die wir im Juni, Juli hatten. Was ähnlich ist, was uns daran erinnert, ist jetzt in New York City das Geschehen. Nächste Folie, bitte. Da war der Hurricane Ida oder Ida, wie immer ihn nennen wollen, der Louisiana getroffen hat, auch New Orleans wieder. Dort gab es erhebliche Schäden, aber wenig Todesopfer zu beklagen. Aber die böse Ironie des Geschehens ist, dass dieser Sturm dann als Tropensturm weiterzog, als tropisches Tiefdruckgebiet im Wesentlichen und dann im Nordosten der USA verheerende Überflutungen hervorgebracht hat. Nächste Folie bitte, beziehungsweise einfach weiterklicken. Also was Sie hier sehen in Rot, ist ein Ereignis, das man so eigentlich überhaupt nicht erwarten konnte. Wir hätten es erwarten können aufgrund der Physik, das kommentiere ich gleich, aber die Wetterdienste haben sowas sich nicht vorstellen können. Im Central Park in New York City fielen in einer Stunde 89 mm Niederschlag, also 89 Liter auf einen Quadratmeter. Das ist eben die doppelte Monatsmenge, wie sie vielleicht in Berlin haben. Und das hat eben dazu geführt, dass viele Menschen einfach in den Kellerwohnungen, die keine Notausgänge hatten, weil dort die Ärmsten der Armen leben, ertrunken sind. Und Ereignisse dieser Art, dafür sind unsere Städte nicht gebaut. Für so etwas ist auch Trier nicht gebaut, aber in New York City ist es für die Armen natürlich besonders prekär, ein Leben zu fristen und in diesem Fall sogar das Leben zu retten. Nächste Folie. Das hängt damit zusammen und ich bin Frau Dr. Busse dankbar, dass sie darauf hingewiesen hat. Wir haben am Potsdam-Institut in einer Arbeitsgruppe schon vor langer, langer Zeit darauf hingewiesen, dass die Erderwärmung eben nicht nur kontinuierlich, moderat, linear sich fortsetzen wird, sodass es eben jedes Jahrzehnt zwei Zehntel Grad wärmer wird. Ich hatte ja versprochen, auch zu den Niederschlägen mich noch zu äußern. Es gibt die sogenannte Clausius-Clapeyron-Beziehung, die sagt, dass die Erdatmosphäre mit jedem Grad Erwärmung 7% mehr Luftfeuchtigkeit halten kann, Wasserdampf halten kann, was aber irgendwann in Starkregenereignissen niedergeht. 7% mit jedem Grad, das heißt, es gibt eine exponentielle Entwicklung in diesem Fall. Das hatten wir auf dem Schirm, das hatten alle auf dem Schirm und erklärt zum Teil eben auch die Ereignisse wie im Westen von Deutschland, in Belgien, im Nordosten der USA, wie wir sie dieses Jahr erleben. Aber das ist nur die statistische Entwicklung. Die dynamische Entwicklung ist die, dass durch die Erderwärmung sich die Erdatmosphäre in ihrer Struktur umorganisiert. Und das ist das, was Sie hier sehen. Unser Wetter in Europa, in Mitteleuropa, wird im Wesentlichen bestimmt durch den sogenannten Jetstream. Das ist der polare Jetstream in diesem Fall auf der Nordhemisphäre. Ganz links sehen Sie sein normales Verhalten gewissermaßen. Er separiert kalte arktische Luft von unserer gemäßigten Luft und ist ein Starkwindband, 10 bis 12 Kilometer über der Erdoberfläche, 200 bis 500 Stundenkilometer schnell. Getrieben wird das Ganze durch die Erdrotation natürlich und durch die Differenz, die Temperaturdifferenz der arktischen Luft und der gemäßigten Luft. Und manchmal schlägt dieser Jetstream Wellen, sogenannte Rossby-Wellen, die führen dann dazu, dass wir, wenn diese Rossby-Welle nach Süden gerichtet ist, dass kalte Luft tief nach Süden vordringt, verbunden in der Regel mit starken Niederschlägen. Aber bisher war es so, bevor der Mensch jetzt die Erderwärmung eingeleitet hat, dass solche Rossby-Wellen nach zwei, drei Tagen weiterzogen. Aber jetzt zum Beispiel 2018, wenn Sie nach ganz rechts schauen, haben wir ein Muster rund um die Erde,
mit starken Wellen, Ausschlägen nach Süden, starken Wellen mit Ausschlägen nach Norden. Über Mitteleuropa erkennen Sie hier eine persistente Rossby-Welle, die also quasi den ganzen Sommer anhielt und wo dann eben starke Waldbrände auch in Skandinavien passierten. Zum ersten Mal bis nach Nordschweden. So übrigens das Jahr, wo dann ein junges Mädchen mit Namen Greta Thunberg begann, sich in den Klimastreik zu begeben. Fridays for Future wurde erwähnt. Sie setzte sich mit einem Pappschild auf die Stufen des Parlaments in Stockholm und hat letztendlich durch ihr persönliches Engagement gewissermaßen als die heilige Johanna des Klimawandels eine weltweite Bewegung ausgelöst. Wir haben diesen Effekt schon lange vorhergesagt, aufgrund von Modellrechnungen, aufgrund von statistischen Analysen und so weiter. Aber es war unendlich schwer, diese Erkenntnis zu publizieren. Sie wurde eigentlich von allen wissenschaftlichen Journalen abgelehnt, bis es mir dann gelungen ist, als Mitglied der National Academy der USA, dann in dem wichtigsten Journal der National Academy das zu veröffentlichen. Und inzwischen ist es eine Arbeit, auf die sich ein ganzes Feld bezieht. Und wenn jetzt heute sich Menschen fragen, die letzten 3 Jahre waren sehr warm, wir haben ja darüber gesprochen, mit den entsprechenden Waldschäden durch Dürre, Borkenkäfer und so weiter. Dieses Jahr ist weitgehend verregnet gewesen in Deutschland, jedenfalls in einigen Bereichen. Und dann fragen natürlich immer manche Menschen, na was denn nun? Wird es jetzt wärmer und trockener oder wird es nasser? Gibt es mehr Niederschläge und so weiter? Und die Antwort ist beides. Der Klimawandel sorgt dafür, dass wir diese Jetstream-Konfigurationen, die Sie ja recht sehen, häufiger werden, dass Rossby-Wellen ortsfest bleiben, über 6 Wochen möglicherweise, dass sie nicht weiterziehen, sondern an den Kontinentalrändern festhängen und dass wir eben in ein neues Zeitalter der Extremereignisse eintreten. Und das wird sich nicht bessern, das wird sogar noch schlimmer werden in diesem Fall. Damit sehen Sie auch, dass man mit dem Klimasystem nicht leichtfertig herumspielen sollte. Es treten eben hochgradig nichtlineare Effekte auf. Und die Veränderung des Jetstream ist eben nur einer von einer ganzen Kollektion von nichtlinearen Veränderungen. Nächste Folie. Das ist hier abgebildet. Das ist eine Karikatur eigentlich, die ich zum ersten Mal vorgestellt habe auf bei einer Vorlesung, die ich an der Oxford University hielt, im Februar, glaube ich, 2001, mit dem Titel Tipping Elements in the Earth System. Dazu gibt es auch eine entsprechende Publikation von 2008 und im Deutschen dieser Begriff, den ich dann dafür verwendet habe, Kippelemente. Und das sind, wenn Sie so wollen, die lebenswichtigen Organe im Erdsystem. Sind die Zirkulationsmuster in der Atmosphäre, aber auch im Ozean, nämlich in dem Fall die Thermalinienzirkulation oder Vulgo, der Golfstrom, der bereits zu schwächeln begonnen hat und 15% an Intensität verloren, der möglicherweise in diesem Jahrhundert noch durch die Erderwärmung abgeschaltet werden könnte. Warum? Weil die großen Eisschilde eben beginnen zu schmelzen. Grönland etwa verliert in einer Minute im Augenblick, in einer Minute 1 Million Tonnen Eis. Das muss man sich vorstellen. Dadurch fließt eben Süßwasser in die Labradorsee, verdünnt dieses Wasser, dadurch kann die ganze Zirkulationspumpe nicht mehr so arbeiten wie über viele Jahrhunderte. Und das hätte dann entsprechende Auswirkungen auf unser Wetter. Sowohl der Jetstream wie auch der Golfstrom sind unter Druck und könnten sich massiv verändern bei fortschreitender Erderwärmung. Natürlich die großen Ökosysteme, Amazonas-Regenwald, darauf gehe ich noch ein, das Great Barrier Reef,
stirbt im Augenblick. Das muss man leider so drastisch sagen. Die Eisschilde habe ich schon angesprochen, die Monsunsysteme. Es gibt ja den indischen Sommermonsun, den wir alle kennen, aber es gibt den westafrikanischen Monsun. Es gibt sogar einen Monsun im Südwesten der USA, der dann Niederschlag bis nach New Mexico hineinbringt, der aber im Augenblick eben auch nicht mehr zuverlässig ist. El Niño, Southern Oscillation, ganz wichtig. Das sind alles Systeme, die unsere globale Umwelt prägen, die sich in den letzten 10.000 Jahren kaum verändert haben. Und in diesen 10.000 Jahren ist die menschliche Zivilisation entstanden, nicht? Nach der letzten Eiszeit. Wenn wir jetzt nun zulassen, dass diese Kippelemente tatsächlich in Bewegung kommen, dass sich einige davon irreversibel verändern, ja, dann sind die Lebensgrundlagen unserer Zivilisation nicht mehr gegeben. Wenn wir also auf eine Erderwärmung von 3, 4, 5 Grad zusteuern. Und das Fatale ist, dass die Menschheit inzwischen fast 8 Milliarden Menschen umfasst, dass aber nochmal 2 Milliarden hinzukommen würden. Und dann hätten wir das Worst-Case-Szenario, der größten anzunehmenden Unfall. Wir würden mit einer enorm gewachsenen Weltbevölkerung in eine Phase eintreten, wo genau die Grundlagen, die dieses Bevölkerungswachstum hervorgebracht haben, nicht mehr gegeben werden. Wollen wir unseren Nachkommen eine solche Welt zumuten? Natürlich nicht. Aber wir haben zugelassen, sehenden Auges mehr oder weniger, seit 3, 4 Jahrzehnten, dass wir in diese Krise hineinschlittern. Nächste Folie, bitte. Ja, hier ist das Ganze zusammengefasst. Das sieht erstmal sehr kompliziert aus, aber ich nehme jetzt einfach 2 Minuten Zeit, Ihnen das zu erläutern, weil diese Karte eigentlich die Landkarte sein müsste für alle Entscheidungsträger. Was Sie unten sehen, diese gekrümmte Linie, darauf bin ich schon eingegangen, vor 22.000 Jahren Höhepunkt oder vielmehr Tiefpunkt der letzten Eiszeit war die Erdtemperatur um etwa 3 Grad niedriger, nur 3 Grad, als vorindustriell und trotzdem reichte der große fennoskandische Eisschild bis Berlin, bis Potsdam, wo ich gerade sitze. Dann sehen Sie, vor etwa 11.000 Jahren tauchte die Erde aus der letzten Eiszeit auf. Wir traten in das sogenannte Holozän ein und Sie sehen die Linie, diese blaue Linie. Da gibt es so einen Unsicherheitskorridor, der aber sehr schmal ist. Diese Linie zappelt noch ein wenig, aber sie ist eigentlich fast stabil. Das ist das Zeitalter, wo die neolithische Revolution stattfand, wo unsere Kultur entstand. Landwirtschaft, Viehwirtschaft, Forstwirtschaft. Ne? Und dann sehen Sie rechts die möglichen Szenarien, wie es weitergehen kann, wenn Sie auf dieser Linie bleiben. Und dann sehen Sie eben die Alternativen. Die grüne Linie würde bedeuten, dass wir im Jahr 2500 uns eingerichtet haben auf einer Erderwärmung von 1 Grad. Das ist etwas, was man einigermaßen noch managen könnte. Es wird ja vorhin von Klimaanpassung gesprochen. Es gibt Grenzen der Anpassung. Ne? Bei dieser grünen Linie, bei dieser Situation würden wir die Anpassung hinkriegen. Aber leider befinden wir uns auf der dunkelroten Linie. Das heißt, wenn wir weitermachen wie bisher, würden wir eine Erderwärmung kriegen in einigen Jahrhunderten, die könnte im Bereich von 8 Grad Celsius oder mehr sein. Und jetzt kommt die Erklärung, die Verknüpfung zu den Kippelementen. Hier sind aufgetragen in dieser Arbeit von 2016 in diesem Fall die Fehlerbalken. Wann erwarten wir, bei welcher Temperatur Veränderung erwarten wir ein Kippen des Systems? Gehen Sie ganz nach links in diesem Kasten, da ist West Antarctic Ice Shield, also als WISE abgekürzt. Da schmelzen einige Teile jetzt schon ab, das können wir einfach beobachten. Aber ein vollständiges Abschmelzen würden wir, wenn sich die Farbe von Gelb
über Orange nach Rot entwickelt, ein vollständiges Abschmelzen erwarten wir möglicherweise erst bei 5 Grad Erwärmung. Bei Grönland sieht es schon sehr viel drastischer aus. Da dürfte eine irreversible Entwicklung schon bei 3 Grad eigentlich abgeschlossen sein. Es könnte aber schon früher einsetzen. Und dann sehen Sie ganz rechts in diesem schwarz umrandeten Kasten die Korallenriffe, die zwischen 1,5 und 2 Grad komplett absterben würden. Das heißt, es besteht kaum noch Hoffnung, sie zu retten. Das Pariser Abkommen, das ist dieser graue Querbalken, 1,5 bis 2 Grad, ist in Wirklichkeit eine Brandmauer, eine Brandschutzmauer. Die separiert nämlich Ereignisse, große Ereignisse, die Sie links sehen im Wesentlichen, in die wir schon hineingehen, von anderen, noch drastischeren, die wir unbedingt vermeiden sollten. THC steht zum Beispiel für Thermaline Circulation, also Golfstrom. Wir haben den Amazonas-Regenwald. Und dann das Wichtigste von allen ist Antarktik Ice Sheet. Wenn das abschmelzen würde, dann würden wir eine Erderwärmung kriegen, weil es da selbstverstärkende Effekte gibt, die eben weit in diesen Bereich von 6, 7, 8 Grad hineingeht. Aber vor allem der Meeresspiegel würde dann um 50, 60, 70 Meter ansteigen. Und was das für die Küstenzonen der Erde bedeutet, das muss ich Ihnen, glaube ich, nicht im Einzelnen schildern. Also diese Grafik müsste eigentlich in jedem Büro jedes Abgeordneten hängen, weil das ist der Bezugspunkt und das führt uns vor Augen, was wir vermeiden müssen. Wir müssen also dazu alles tun, dass das Pariser Abkommen als Brandmauer wirklich funktioniert. Nächste Folie bitte. Das sind jetzt Grafiken, die zu erläutern im Einzelnen ziemlich lange dauern würde, aber die gedacht sind als Hinweis auf den letzten IPCC-Bericht, Weltklimarat. Wir gehen vielleicht gleich zur nächsten Folie. Nächste Folie, bitte. Ja, bitte hier bleiben. Da sehen Sie einfach die verschiedenen Szenarien und jeweils die linke, der linke Balken sozusagen ist hier entscheidend. Können wir wirklich unter 1,5 Grad noch bleiben oder unter 2 Grad? Und meine persönliche Einschätzung ist die, dass wir auf jeden Fall über die 1,5 Grad Grenze hinausschießen werden. Aber möglicherweise können wir die 2 Grad Linie halten. Dieses Szenario 1,9 ganz links ist meiner Ansicht nach illusorisch. Auch das nächste 2,6. Wir werden wahrscheinlich irgendwo im mittleren Szenario enden, wenn wir jetzt uns auf den Weg machen in den Business as usual Szenarien. Da gehen wir nach ganz rechts. Da ist eben selbst in diesem Jahrhundert noch eine Erderwärmung von über 4 Grad eingepreist. Das gilt es natürlich zu vermeiden. Nächste Folie. Und selbst das Bundesverfassungsgericht, einer der Bundesverfassungsrichter wird uns besuchen am Montag. Wir werden dann einen Vortrag von ihm hören und mit ihm diskutieren. Selbst das Bundesverfassungsgericht, das, glaube ich, nicht bekannt ist in der Öffentlichkeit für revolutionäre Umtriebe, hat nun das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung in Teilen als verfassungswidrig erklärt und den Politikern ins Stammbuch geschrieben, da nachzubessern. Und warum? Die Begründung ist wirklich bemerkenswert und das ist ja online zugänglich für jedermann, wie es sich in einer Demokratie auch gehört. Also lesen Sie das nach, die Begründung ist wirklich bemerkenswert. Und dort wird eben gesagt, die Freiheit, die jeden Bürger, jeder Bürgerin in unserem Land, und zwar ganz gleich, wann man geboren wird, zugesagt wird durch die Verfassung, diese Freiheit ist massiv bedroht, wird verletzt, wenn wir nicht das Klima stabilisieren. Warum? Wenn wir weiter wirtschaften wie bisher, dann entsprechen wir damit natürlich den Konsumbedürfnissen, der Konsumfreiheit
der heute lebenden und heute erwachsenen oder auch schon älteren Menschen. Aber die Freiheit des Einzelnen hört eben dort auf, wo sie die Freiheit anderer verletzt. Und die Freiheit künftiger Generationen würde durch so eine Entwicklung massivst verletzt werden, bis hin zum Anspruch auf körperliche Unversehrtheit. Und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht zum ersten Mal ein generationenübergreifendes Urteil gefällt. Das ist wirklich ein Wendepunkt in der Rechtsprechung meiner Ansicht nach in Deutschland. Und deswegen muss die Klimastabilisierung jetzt, heute, von der nächsten Bundesregierung, ganz gleich wie sie aussieht, vorangetrieben werden. Nächste Folie. Ja, was ist zu tun? Herr Bartmann hat ja auch darauf hingewiesen, Frau Busse, wir wollen ja nicht nur in Depression verharren. Ich habe Ihnen, glaube ich, jetzt ganz nüchtern, aber drastisch gezeigt, in was für einer prekären Situation wir gelandet sind, weil wir seit 1990 eigentlich nichts getan haben für den Klimaschutz. Was ist aber zu tun und was kann noch getan werden? Und es kann eine ganze Menge getan werden. Das ist eben jetzt das Entscheidende. Und es ist eben so, dass wir zwei Dinge tun müssen. Wir müssen die Emissionen auf Null bringen bis 2050. Da oben sehen Sie so eine Art exponentielle Abklingkurve für die globalen Emissionen. Deutschland muss am besten schon 2040 in der Hinsicht bei Null Emissionen angekommen sein, wie andere entwickelte Länder. Aber das Zweite ist, dass wir die natürlichen Senken für CO2 nicht nur bewahren, sondern stärken müssen. Und wir müssen wohl auch zusätzliche Senken schaffen. Klicken Sie noch einmal auf die Präsentation, bitte. Dann sehen Sie hier in diesem grünen Kreis die biosphärischen Senken. Und da steht natürlich der Wald an allererster Stelle. Nächste Folie. Woher kommen denn die negativen Emissionen? Wir müssen also nicht nur verhindern, dass weitere Emissionen in die Atmosphäre gelangen, sondern wir müssen sogar CO2 aus der Atmosphäre entnehmen. Und nächste Folie bitte. Der IPCC hat sich dazu relativ wenig überlegt. Da tauchen jetzt gewaltige negative Emissionen auf, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts vor allem, im IPCC-Bericht von 2018. Aber da stehen eben dann so Kürzel wie BECCS, Bioenergy with Carbon Capture and Storage, AFOLU, Agriculture, Forestry and Other Land Use, und dann sogar CDR, Carbon Dioxide Removal. Und da stehen dahinter zum Teil ziemlich gruselige Geoengineering-Vorstellungen, dass wir auf künstliche Weise die Atmosphäre filtern, oder eben Bioenergie, das kann alles Mögliche sein, wo man dann die Energie entnimmt aus Biomasse und dann mit Carbon Capture and Storage das CO2 abscheidet und irgendwo, möglicherweise unter der Nordsee oder der Ostsee, dann sicher verwahrt. Ich halte sehr wenig von diesen Vorstellungen. Ich glaube, die einzige Hoffnung liegt auf dem Mittleren, dass wir nämlich die Natur selbst nutzen, aber aktiv unterstützen dabei, CO2 aus der Atmosphäre herausholen. Und das ist eben der Schwerpunkt meines zweiten Teils des Vortrages. Nächste Folie, bitte. Es geht nämlich um den Elefanten im Klimaraum. Ich bin schon zitiert worden. Das war ein Essay, den ich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, glaube ich, jetzt im April veröffentlicht habe. Wir haben eine hitzige Debatte seit einiger Zeit, insbesondere seit Fridays for Future, über das Fliegen. Und natürlich, wenn man fliegt, sollte man das kompensieren. Aber da reden wir von 2 oder 3% der globalen Treibhausgasemissionen. Während wir weiterhin unbekümmert Hochhäuser, öffentlich oder privat oder gewerblich, aus Stahlbeton errichten. Und wenn wir Infrastrukturen und Gebäude zusammennehmen und das Errichten
das Betreiben und das Wiederabreißen zusammenzählen, dann sind wir bei fast 40% der globalen Treibhausgasemissionen. Vom Abfall gar nicht zu reden, vom Abfallaufkommen. Und über diesen Elefanten im Klimaraum wurde bis vor kurzem überhaupt nicht gesprochen. Und der ist das größte Klimaproblem. Ohne ihn zu adressieren, wird der Klimakrieg nicht gewonnen werden können, weder in Europa noch auf anderen Kontinenten. Aber er ist gleichzeitig auch möglicherweise der Elefant im Lösungsraum. Darauf werde ich jetzt eingehen. Nächste Folie. Nächste Folie bitte, ja. Klicken Sie noch einmal drauf, dann haben wir die Grafik, die dazu gehört. Bitte nächste Folie. Ja, das bitte stehen lassen erstmal. Das ist eine Arbeit, die letztes Jahr in Nature erschien, also in der renommiertesten Zeitschrift von vier Wissenschaftlern aus Israel, vom Weizmann-Institut. Und die haben uns was Erschreckendes aufgezeigt. Die haben gefragt, wie viel lebende Biomasse gibt es noch auf diesem Planeten? Und das ist die grüne Linie da oben. Und das sind über eine Teratonne. Eine Teratonne, das sind 1000 Milliarden Gigatonnen, also sind 1000 Gigatonnen, 1000 Milliarden Tonnen. Das sind 10 hoch 12 Tonnen. Und das ist eine Menge. Aber tatsächlich haben wir seit der industriellen Revolution schon eine Teratonne zerstört. Vorher waren es zwei Teratonnen. Dagegen hat die anthropogene Masse, und das sehen Sie hier aufgeblättert, Concrete, also Beton, Kies, Ziegelsteine, Asphalt, Metalle und Plastik, das hat inzwischen die lebende Biomasse schon übertroffen auf diesem Planeten. Also mehr als eine Teratonne ist jetzt prozedierte Masse, die im Wesentlichen als Abfall endet. Und in der Atmosphäre haben wir aber durch Verbrennen von Öl, Gas und Kohle auch nochmal eine Teratonne im Wesentlichen deponiert. Und die Lösung für das Klimaproblem würde nun darin bestehen, in nackten Worten ausgedrückt und als eine irrwitzige Vision, die aber realisierbar wäre, dass wir diese Masse aus Asphalt und Beton und so weiter ersetzen durch eine Masse, eine Biomasse im Wesentlichen, die durch langlebige Holzprodukte entsteht. Und wenn wir das tun würden, wir die Atmosphäre zum Teil sogar wieder reinigen, wenn wir nämlich aus Luft Kohlendioxid unsere Städte bauen würden. Und es hört sich erstmal verrückt an, aber das ist tatsächlich machbar. Nächste Folie, bitte. Ich habe das mal in einem Vortrag bei einer großen virtuellen Konferenz im April im Titel so zusammengefasst: Was müssen wir tun? Zwei Dinge. Reforesting the planet, retimbering the city heißt Entwaldung stoppen, auf die neuen Waldschäden eingehen, durch nachhaltiges Management dafür sorgen, dass Biomasse im Wald nicht nur verbleibt, sondern sogar noch zunimmt. Und dann auskoppeln nachwachsende Rohstoffe, also insbesondere Bauholz, aus einem lebendigen, stabilen Waldsystem und es verbauen und dadurch ersetzen Gebäude aus Stahlbeton durch organische Architektur und das sozusagen tun, um Emissionen aus dem heutigen Baubereich zu vermeiden, aber sogar langfristig Kohlenstoff zu speichern in Gebäuden, die über hunderte von Jahren natürlich stabil sein können. So war es ja mit den Fachwerkbauten des 13. und 14. Jahrhunderts, die zum Teil heute noch stehen. Ich selbst bin geboren in einem Holzhaus aus dem 16. Jahrhundert, mein Elternhaus, das auch noch mal 500 Jahre sicher stehen wird. Es ist also möglich. Ja, und dazu will ich Ihnen einige Folien noch zeigen. Nächste Folie, bitte.
Das ist die Arbeit, die möglicherweise so wichtig ist wie unsere Arbeit damals über den Jetstream, Buildings as a Global Carbon Sink, wo im Wesentlichen dieses Argument gemacht wird, dass ich CO2 aus der Luft entnehme und sicher speichere in Gebäuden, unsere Städte also in gebaute Wälder verwandle. Das ist in Nature Sustainability veröffentlicht worden, hat bereits großes Aufsehen erregt. Nächste Folie. Nächste Folie bitte. Ja, und nur als Beispiel, als Illustration für Sie. Wir haben dort durchgerechnet, die demografische Entwicklung der Menschheit ist ja noch nicht zu Ende. Es werden etwa 2 Milliarden Menschen noch hinzukommen. Und wir haben einfach durchgespielt, was würde passieren, wenn diese 2 Milliarden Menschen im Wesentlichen zu 90% in Häusern aus Stahlbeton unterkommen. Dann sehen Sie rechts diesen großen Balken und würden nochmal über 70 Milliarden Tonnen CO2 in die Atmosphäre verbracht werden. Und was wäre, wenn, das ist die nächste Folie, was wäre, wenn zu 90% diese Unterkünfte aus Holz gebaut würden? Und dann sehen Sie, dieser große rechte Balken, der schrumpft auf nur noch 7 Milliarden Tonnen zusammen. Und wir würden, das ist dieser graue, nach unten gerichtete Balken, links unten, wir würden sogar 75 Gigatonnen, Milliarden Tonnen, also speichern können, sicher speichern können. Das heißt, zusammengerechnet haben wir einen Unterschied von fast 150 Gigatonnen CO2. Und man kann ausrechnen, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, da steht der Menschheit insgesamt noch ein Kohlenstoffbudget, ein CO2-Budget von etwas über 300 Milliarden Tonnen zur Verfügung. Mit dieser Maßnahme würden wir schon die Hälfte dieses Budgets aufbringen können. Also Sie sehen, das ist absolut systemrelevant. Wenn wir in diesen Bereich gehen würden, dann hätten wir eine echte Chance, die Erderwärmung auf vernünftige Größenordnungen zu begrenzen. Und die Bauwende, die globale Bauwende, ist insofern nach der Energiewende die absolut wichtigste Transformation, die überhaupt auf dem Plan steht. Nächste Folie. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, zusammen mit meiner Mitarbeiterin Gitta Köllner, haben wir das mal schematisch aufgezeichnet, was geschehen muss, die sogenannte Waldbaupumpe. Wir haben fossile Energieträger links, dadurch wird sehr viel mehr CO2 in die Atmosphäre eingebracht, als eben früher vorhanden war. Dadurch haben wir jetzt schon 420 ppm in der Atmosphäre. Nun, unter normalen Bedingungen im Gleichgewicht wird durch Photosynthese dieses CO2 entnommen, in Waldmasse umgesetzt, in Pflanzenmasse umgesetzt. Kleiner Teil geht über Humifizierung in den Boden. Das meiste wird aber durch Mineralisierung wieder zurückgebracht in die Atmosphäre. Durch Verrotten von Wäldern, wie auch immer, von reifen Bäumen und. Was aber heute geschehen müsste, ist, dass wir durch gezielten nachhaltigen Einschlag Nutzholz entnehmen, das Ganze dann in die gebaute Umwelt bringen, natürlich wieder bepflanzen, durch entsprechende Pflege dafür sorgen, dass gesunde aus verschiedenen Altersklassen zusammengesetzte Wälder entstehen, die dieses zusätzliche CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen. Der Wasserkreislauf wird ja angeregt durch die Erderwärmung. Das heißt, im Grunde genommen, künstlich schaffen wir ungewollt eine Art Carbon-Zeitalter, wie es vor 300 Millionen Jahren auf der Erde war, wo übrigens dann durch Pflanzenwachstum und Verrotten von Biomasse und der Luftabschluss in den Sümpfen erhebliche Mengen CO2 aus der Atmosphäre entnommen wurden und die Erde sich dadurch wieder abgekühlt hat. Genau dieses künstliche Carbon-Zeitalter müssen wir heute schaffen. Und dabei ist wichtig, dass man eben zwei Kreisläufe schließt, durch Wiederbepflanzung und richtige nachhaltige Forstwirtschaft eben dafür sorgt, dass eben der Waldbestand nicht verringert wird, sondern sogar noch verstärkt wird. Und Holz, wenn ich es richtig verbaue, ohne
Verleimung mit giftigen chemischen Stoffen kann ich es natürlich mehrfach wiederverwenden. Es entsteht also die Vision in diesem künstlichen Carbon-Zeitalter, wo die Sümpfe quasi ersetzt werden durch Baustellen, die Vision dieser Waldbaupumpe, die ich über ein, zwei Jahrhunderte, drei, vier, fünf Mal betreiben kann und zur Reinigung der Atmosphäre einsetzen kann. Und zwar durch zwei völlig natürliche organische Dinge, nämlich nachhaltige Forstwirtschaft und Bauen mit dem wunderbaren Material Holz oder Bambus oder Hanf, wie auch immer, also organische Materialien. Mit anderen Worten, es gibt eine natürliche Lösung, es gibt eine natürliche Möglichkeit, sich aus der Klimakrise herauszubauen. Natürlich nur, wenn wir Emissionen aus den anderen Sektoren vermeiden, auf Null bringen, Energie, Stromerzeugung, Mobilität, Stahlproduktion und so weiter. Das ist eine gewaltige Vision, die erstmal ein wenig größenwahnsinnig erscheint. Wir haben das Ganze durchgerechnet und es ist vermutlich die einzige Vision, die uns noch vor der Heißzeit bewahren kann. Und das eben nicht mit großtechnischen Mitteln, sondern im Grunde genommen mit Zimmererkunst und mit guter Forstwirtschaft. Und die neuartigen Entwicklungen im Holzbereich, also Brettsperrholz und so weiter, erlauben uns ja sogar, Hochhäuser aus Holz zu errichten. Nächste Folie. Der Nettofluss würde quasi von den fossilen Energieträgern in CO2 direkt in die gebaute Umwelt gehen. Nächste Folie. Wir haben auf der Nordhalbkugel bei guter Waldwirtschaft genügend Biomasse anzubieten, um Neubauten mit Holz zu bedienen. Das ist nicht der Fall auf der Südhalbkugel, wo wir etwas völlig Perverses tun. Wälder werden vernichtet für Sojabohnenanpflanzung, um damit Schweine zu füttern, irgendwo in China oder irgendwo sonst in Asien. Und dafür zerstören wir die lebende Biomasse. Nächste Folie. Dem muss man natürlich unbedingt Einhalt gebieten. Der Amazonas-Regenwald steht eigentlich kurz vor einem Kipppunkt, wenn also die Baumkronen noch mehr um 5% weiter gelichtet werden, erwarten wir ein Umkippen in eine Savanne und das würde das gesamte Klima von Südamerika verändern. Das muss gestoppt werden. Nächste Folie. Wiederaufforstung, das ist das, was die Chinesen auf dem Lösplateau erreicht haben. Nächste Folie bitte. Es gibt auch Visionen, den Sinai wieder zu begrünen. Hört sich erstmal verrückt an. Aber wenn Sie links genau hinschauen, sehen Sie die Strukturen alter Flusssysteme. Das heißt, der Sinai war mal bewaldet. Feuchtigkeit gäbe es genügend aus dem Roten Meer. Also auch so etwas könnte man tun, wenn wir nicht nur von Europa, sondern eben auch von anderen Kontinenten sprechen. Nächste Folie. Kaskadennutzung, also das Ziel muss sein, Biomasse in langfristige Produkte umzusetzen. Papierproduktion oder gar Verbrennen würden ganz am Ende stehen. Was auf keinen Fall passieren sollte, ist, das Holz, das jetzt, selbst Schadholz, das jetzt aus den Wäldern genommen wird, direkt in die Verbrennung gehen sollte. Schon gar nicht dürfen wir Kohlekraftwerke durch Holzkraftwerke ersetzen. Das nur als eine Erinnerung an die Entscheidungsträger, die vielleicht mit solchen Ideen spielen. Nächste Folie. Ja, ganz wenige Anmerkungen noch. Um diese Lösung voranzubringen, habe ich mit einem, glaube ich, sehr illustren Kreis von Initiatoren das Bauhaus der Erde, das GmbH, gegründet vor 2 Jahren im Jubiläumsjahr des alten Bauhauses. Nächste Folie. Wenn Walter Gropius, der 1919 das Bauhaus zu Weimar als Kunstschule gründete, wenn der nun heute wieder erstehen würde und sich in der Welt umschauen, dann würde er mit Sicherheit eine organische Architektur, die vor allem auf Holz setzt, propagieren. Heute, wie gesagt, haben wir einen
Unterstützerkreis, der in der nächsten Folie zu sehen ist. Nächste Folie bitte. Ja, hier sehen Sie das Ganze. Es sind Politiker aus allen demokratischen Parteien dabei. Da ist ein Kunstschaffender oder Kreativer wie Volker Schlöndorff dabei. Da ist Nathalie von Siemens als Unternehmerin dabei, Auguste von Bayern, Holzbauer wie Erwin Thoma und so weiter, der Chef der DINA, Andreas Kuhlmann und, berühmte Architekten, Forstleute. Wir hoffen mit diesem Kreis, mit dem Bauhaus der Erde, tatsächlich die Bauwende vorantreiben zu können. Natürlich nur als eine Stimme in einem großen Diskurs. Nächste Folie bitte. Und es gibt eben eine starke Stimme in diesem Diskurs, Ursula von der Leyen, die ich jetzt noch am Montag getroffen habe für ein langes Gespräch in Brüssel, die das neue europäische Bauhaus ausgerufen hat. Und da steht eben Beautiful, Sustainable, Inclusive. Und es geht, Sie sehen hier eine Kinderzeichnung, es geht um Bäume. Bäume stehen im Zentrum, aber es geht auch um Schönheit. Es geht darum, unsere gebaute Umwelt, die nach dem Zweiten Weltkrieg gerade in Deutschland schnell hochgezogen wurde, in hässlicher Weise, oft in dysfunktionaler Weise und vor allem in klimaschädlicher Weise, jetzt in etwas Klimafreundliches, Schönes und Offenes und Inklusives umzuwandeln. Das ist vielleicht die größte aller Transformationen, die uns bevorstehen. Nächste Folie bitte. Und da wird man auch drüber nachdenken, über polyzentrische Strukturen wieder, statt Monsterstädte in konzentrischen Strukturen zu bauen, vielleicht zum Polis-Gedanken wieder zurückzukehren. Nächste Folie bitte. Und wir können jetzt relativ schnell durchblättern, die nächsten Folien. Also aus Holz kann man wundervolle Dinge tun. Sie können Holz durch entsprechende Bearbeitung stärker als Stahl machen. Nächste Folie. Sie können sich an anderen natürlichen Lösungen orientieren. Im Wald finden Sie Ameisenhaufen oder in subtropischen und tropischen Gebieten. Die bestgelüfteten architektonischen Strukturen auf diesem Planeten, das sind nämlich Termitenhügel, auch was die CO2-Stabilisierung im Inneren angeht. Weiter bitte. Ja, und schließlich als letzte Anmerkung dazu. Ich glaube, dass wir vor einem neuen Zeitalter stehen, das einerseits auf No-Tech, also natürlichen Lösungen, wie sie aus dem Wald kommen unter anderem oder aus der Steppe aufbauen. Gleichzeitig werden wir das aber mit den fortgeschrittensten Methoden, die uns heute zur Verfügung stehen, unter anderem künstliche Intelligenz, Quantenrechnen zusammenbringen. Ich nenne das High-Tech meets No-Tech. Auf diesen beiden Säulen wird der Fortschritt beruhen in Zukunft. Wir werden damit das fossil-mineralische Zeitalter mit seinem exponentiellen Wachstum in die Krise hinein überwinden können. Und wie gesagt, diejenigen, die was von der Natur verstehen, die was vom Wald verstehen, werden mit die wichtigsten Akteure sein, Herr Bartmann und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Aber dafür müssen wir den Wald eben auf sorgfältige Weise nutzen, im Sinne von Karlowitz. Und es nutzt nichts, aus dem Wald ein Kohlenstoffmuseum zu machen. Ja, darauf werde ich dann auch noch eingehen, wenn Fragen kommen. Ich würde es damit bewenden lassen mit meinem Vortrag und freue mich auf die Fragen und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Schellnhuber. Ich glaube, man spürt es am Applaus, dass Sie da einen Nerv getroffen haben, trotz aller Trauer über die Situation, in der wir uns befinden, dass Sie alle, die Sie im Forst arbeiten, in Sägewerken, im Naturschutz, dass Sie Teil einer, letztlich ist es die Weltrettung. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit für Ihre Fragen und Frau Krämer, Frau Pizzardini und Herr Müller stehen hier mit Mikrofonen und winken und wenn Sie die Hand heben,
dann können Sie eine Frage stellen. Wir laden Sie auch noch mal ein, im Chat Fragen zu stellen. Wer mag? Wir haben tatsächlich im Chat eine Frage, die fragt, ob der Klimawandel nicht von Menschen verursacht ist, sondern eine natürliche Entwicklung. Ich glaube, wie ich Sie verstanden habe, haben wir für diese Fragen keine Zeit mehr, aber Sie dürfen trotzdem, bis die ersten Raumfragen kommen. Da ist eine Frage. Ja, ich bin ja gern bereit, mich dazu zu äußern. Ich wollte, es wäre so. Ich meine, unsere Klimamodelle sind ja daran validiert, also in ihrer Gültigkeit getestet, dass wir die Entwicklung des Erdklimas über viele Millionen Jahre hindcasten können, das ist ein technischer Ausdruck. Wir können sozusagen die Entwicklung rückwärts laufen lassen in unseren Computern und zeigen, welche Parameter dazu geführt, natürlich die Schwankungen der Erdbahnparameter, dass wir in die Eiszeiten eingetaucht sind und. Das ist die Grundlage für unseren Blick in die Zukunft. Und wir wissen, die Erde hat eine Achterbahnfahrt im Klimaraum durchgeführt über Milliarden Jahre. Das ist alles das, was wir als naturwissenschaftliche Erkenntnis mitnehmen, um Projektionen durchzuführen für die Zukunft. Und da ist es leider so, dass eben in den nächsten 50 bis 100.000 Jahren, auch dazu haben wir eine Arbeit veröffentlicht, zum Beispiel die Eiszeiten unterdrückt sein werden. Die nächste Eiszeit, die in etwa 50.000 Jahren auf dem Plan stehen würde bei natürlicher Entwicklung, ist abgesagt durch den menschlichen Eingriff. Und das menschliche Signal ist so dominant, so stark geworden, dass wir uns vor allem damit auseinandersetzen müssen. Ich wollte, es wäre anders. Aber der Mensch ist zu einer geologischen Kraft auf diesem Planeten geworden. Man nennt das ja auch das Anthropozän, benannt von meinem leider verstorbenen Freund, Paul Kurzen, Nobelpreisträger. Wir sind jetzt diejenigen, die das Schicksal dieses Planeten in den Händen halten. Und deswegen müssen wir diese Hände sehr sorgfältig bewegen. Vielen Dank, Herr Schellenhuber. Und ich würde sagen, wir bleiben jetzt für heute für unsere Lösungssuche auf dem Boden der Tatsachen und versuchen von dort auch das Maximum rauszuholen aus dem großartigen Vorschlag, den Sie uns gegeben hat, dass das Holz und der Wald ja retten können. Wir haben eine Frage hier vorne. Und die nächste Frage war dort, vielleicht kann das Mikro schon mal gehen, denn wir müssen zwischendrin ja immer Mikros heben. Die zweite Frage nochmal, die Hand heben bitte. Und Sie dürfen. Also mein Name ist Elisabeth Schander. Meine Frage ist, halten Sie es für möglich, weltweit auf organische Baustoffe umzustellen, ohne dabei den Wald zu übernutzen durch vermehrten Holzeinschlag? Ja, vielen Dank für die Frage, die absolut berechtigt ist. Ich habe schon darauf hingewiesen, in Europa selbst, die Wälder haben sich ja, ich weiß nicht, können Sie mich noch gut hören? Ja. Ich habe so ein Echo drauf. Nee, dann ist das in Ordnung. Die Waldfläche hat ja zugenommen, auch in Europa in diesem Fall, was paradoxerweise auch eben mit diesem CO2-Düngungseffekt zusammenhängt, weil wir quasi den Pflanzen künstlich durch unsere Emissionen zusätzlichen Nährstoff anbieten. Die entscheidenden Schlachten werden in der Tat auf den anderen Kontinenten geschlagen. In Europa gibt es auch sehr viel Altbestand, der vernünftig renoviert werden muss. Neubauten sollten allerdings mit organischer Architektur passieren. Aber was ist, wenn in Afrika zum Beispiel, wo ja das größte Bevölkerungswachstum stattfinden würde, wenn da noch konventionell gebaut wird? Und da haben wir eben leider im Augenblick die Situation der Entwaldung, etwa im Kongo-Bereich. Tatsächlich ist es so, dass man auch im Sahelgebiet wieder aufforsten könnte, zum Teil sogar mit sehr einfachen Methoden. Da gibt es Tony Rinaudo, der dann eine entsprechende Methode entwickelt hat und. Also, die Antwort ist die: erstens Entwaldung stoppen auf den anderen Kontinenten. Dann die Ressourcen, die dort zur Verfügung stehen. Bambus zum Beispiel könnte eine ganz wichtige Rolle spielen, anders als Hartholz. Wächst 40 Meter hoch bestimmte Sorten innerhalb von 6 Jahren nur, wurde früher natürlich eingesetzt. Dann die natürlichen Ressourcen nutzen und dann drittens sogar versuchen, die Waldflächen auszudehnen, was absolut möglich wäre. Nur im Augenblick haben wir die falsche Entwicklung,
für so Verrücktheiten wie Sojabohnen und Palmöl. Das muss gestoppt werden. Ganz herzlichen Dank. Es gibt diesen wunderbaren Film über den neuen Green Belt in Afrika, der von West nach Ost einmal gebaut werden soll. Eine Musikerin bereist alle Akteure dieses Belts. Ich glaube, das ist ein Projekt, was wir in dem Sinne unterstützen sollten. Wie soll, eine Frage aus dem Chat, wie soll denn der wachsende Holzbedarf gedeckt werden, wenn 2018 schon massiv Nadelholz importiert werden musste, weil ja eben viele produktive Flächen im Sinne von Holz, viel Bauholzproduktion einfach abgestorben sind? Ja, wir müssen natürlich zu einer behutsamen Deglobalisierung übergehen. Wir reden ja immer von Kreislaufwirtschaft, das war auch das Thema der Gespräche in Brüssel. Regionale Kreislaufwirtschaft ist das Motto, ist die Vision. Wir müssen aus der extraktiven, mineralischen, exponentiell wachsenden Wirtschaft in eine organische Kreislaufwirtschaft übergehen. Und das bedeutet natürlich, dass die globalen Lieferketten, die im Augenblick zu verrückten Marktvolatilitäten führen, ne, der Holzpreis ist aufgrund der Pandemie und der veränderten Konsumgewohnheiten und dem Run sozusagen auf den Bausektor in die Höhe geschossen. Wir müssen also dazu kommen, und das ist eben das Entscheidende, dass die Angebotsseite, also das Angebot an organischem Material und die Nachfrageseite in vernünftiger Weise abgeglichen werden. Und nehmen Sie eine Region wie die Lausitz, ich war ja Mitglied der Kohlekommission, wir haben diesen gequälten Kohlekompromiss dann erstellt, und da gibt es jetzt ein Braunkohlerevier, das nach einer neuen Wertschöpfung sucht. Das können Sie nicht nur durch Alimentierung machen. Und früher war das aber ein Zentrum der Holzwirtschaft und vor allem der Holzarchitektur. Das Einsteinsche Sommerhaus in Caputh bei Potsdam hat ein berühmter Architekt Konrad Wachsmann errichtet, aus Holz in diesem Fall. Und damals gab es eine blühende Holzbauwirtschaft. Wir müssen quasi wieder dazu kommen, dass wir in derselben Region den Rohstoff anbieten und ihn auch verbauen. Wir sollten aber nicht in Panik verfallen, was jetzt geschieht 2018, das fortgeschrittene Waldsterben, das Anfallen von Schadholz. Das sind jetzt Übergangsphänomene durch den Klimawandel, und wir müssen jetzt aktiv den Wald umgestalten, zu gesunden Alters- und Mischwaldstrukturen kommen, dürfen uns auch nicht entmutigen lassen von Rückschlägen, die auch weiterhin erfolgen werden. Aber wir müssen eben auch sehen, dass wir von der Fichte als einzigen Nutzholz wegkommen und zum Beispiel Kiefernholz nutzen, aber eben auch zu anderen Baumarten übergehen. Und das bedeutet, es sind ja auch Vertreter der Sägeindustrie, glaube ich, im Raum. Das bedeutet, dass wir uns auch in diesem Bereich weiterentwickeln müssen. Ne? Die alte, simple Regel, Fichtenplantage, 60% dann in Sägewerken verwenden, den Rest wegschmeißen und dann Dachstühle bauen und ansonsten alles mit Stahlbeton. Diese simple Faustregel, die sollten wir beerdigen. Gott sei Dank. Und Gott sei Dank sind die Architekten schon daran und haben ganz, ganz toll gezeigt, was man daraus bauen kann. Wir riskieren jetzt noch drei Fragen. Ich bitte um kurze Fragen, damit wir in die Kaffeepause nicht ganz abkürzen. Dort hinten stehen Sie bereit, dann kann das nächste Mikro schon zu Ihnen in die erste Reihe gehen, zu den Landesforsten. Hier war noch eine Meldung und die sammeln wir, damit wir Ihnen noch Kaffeepause lassen. Bitte schön. Professor Schellnhuber, vielen Dank. Niklaus Hatzfeld, Waldbewirtschafter, aktiver Waldbewirtschafter im Norden von Rheinland-Pfalz. Ich danke Ihnen für das Statement des Management des Waldes, was heute gerade vor den Wahlen unheimlich verwässert wird in Deutschland. Wald muss aktiv gemanagt werden, damit wir dieses Bauholz schaffen können. Die Frage von der Dame eben war genau die richtige. Schaffen wir das nachhaltig? Das scheint ja so unglaublich zu sein. Und deshalb die Frage zur Konkretisierung.
Wie berechnen Sie das, dass genug Holz nachwächst für diese enormen Anstrengungen im Bausektor? Ja, danke. Ihr Name ist mir natürlich nicht unbekannt in diesem Zusammenhang. Insofern bin ich froh, dass Sie sich aktiv hier einschalten in diese Debatte. Tatsache ist die, dass wir hier eine enorme Wissenslücke haben. Also ich habe, wie ich das Potsdam-Institut 1992 gründete, als erste Arbeitsgruppen aufgesetzt, Modellierer für Sukzessionsmodelle, die also dann ausrechnen konnten und sollten. Wir haben inzwischen die weltweit besten Modelle, wie sich ein Wald entwickelt, auch unter veränderten klimatischen Bedingungen. Aber wenn Sie jetzt mal die Literatur durchforsten, der Begriff passt ja ganz gut, dann finden Sie enorme Lücken, was die Analysen angeht. Ja, und wir haben jetzt gerade vorgeschlagen, insbesondere im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und Forsten, wir haben gerade vorgeschlagen, eine Globalstudie durchzuführen, wo wir das Potenzial an nachhaltig bewirtschafteten Biomasseproduktionen komplett durchrechnen werden. Ne? Das ist eine enorme Wissenslücke. Das sollte auch unbedingt von der nächsten Bundesregierung sofort angefragt werden und unterstützt werden. Wir haben, und das ist für mich eine wirklich tragische Geschichte, auch in der internationalen Wissenschaft 10 Jahre herumgespielt mit Geoengineering-Fantasien, wie wir also künstlich sozusagen CO2 mit chemisch-physikalischen Methoden aus der Atmosphäre herausfiltern. Aber wir haben uns nicht gekümmert um die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder und welches Potenzial da ist. Aber unsere ersten Rechnungen, die auch hier in dieser Arbeit Nature Sustainability öffentlich sind, zeigen, dass das Potenzial tatsächlich da ist. Allerdings nur, und das wissen Sie besser als alle anderen, wenn wir die Waldbewirtschaft so schnell wie möglich umstellen in dieser Richtung. Weil wir reden eben nicht von 2 Jahren oder 5 Jahren, wir reden von einer Jahrhundertaufgabe. Und wenn Sie einen neuen Weinberg anlegen, dann müssen Sie über 30 oder 50 Jahre rechnen. Hier müssen wir über 200 Jahre rechnen. Also wir müssen sofort beginnen. Aber wir müssen vor allem diese enorme Wissenslücke füllen, die leider bisher die Community zurückgelassen hat für uns. Wir brauchen schnell neue Studien von Ihnen, Herr Schellnhuber. Und das ist, finde ich, eine großartige Aufforderung an alle ForstwissenschaftlerInnen, das in Ihnen und gar nicht in irgendwelchen Geoengineering-Hightech-Fantasien die Zukunft liegt zur Rettung. Eine kurze Frage noch, bitte. Herr Professor Schellnhuber, vielen Dank für Ihren wegweisenden Vortrag. Sie haben die griechische Polis bemüht. Ich bleibe mal dabei. Das heißt, in diesem Raum ein bisschen Eulen nach Athen tragen, wenn es um den Beitrag der Forstwirtschaft und der Holzwirtschaft zur Bauwende geht. Aber an anderer Stelle scheint mir das nicht der Fall zu sein. Ich hätte die Frage an Sie, inwiefern Sie auch in der Politikberatung gegenüber der Europäischen Union und gegenüber der Bundesregierung da noch weiter aktiv werden können. Ich frage das vor dem Hintergrund, den ich auch schon einmal in einem Gespräch mit Ihnen angesprochen habe, und es interessiert mich, ob inzwischen da Bewegung in die Szenerie gekommen ist, nämlich vor dem Hintergrund, dass die Europäische Kommission mit einer Biodiversitätsstrategie und die Bundesregierung mit dem neuesten Entwurf zum Klimaschutzgesetz dabei ist, diesen Rohstoff enorm zu verknappen aus regionaler, auch darauf haben Sie hingewiesen, regionale Wertschöpfungsketten, regionale Bauwirtschaft sind der Schlüssel zum Erfolg, diesen Rohstoff in Deutschland und in Europa enorm zu verknappen. 10% Stilllegungsfläche, 10% Reservatsfläche, Totalreservatsfläche der Territorialoberfläche der Europäischen Union bedeutet für Deutschland mutmaßlich eine Stilllegung der Holzproduktion auf mehr als ein Drittel der Fläche, faktisch auch nochmal auf deutlich mehr, weil es im Wesentlichen die Staatsforstbetriebe wären, die das dann zu leisten hätten. Also es ist gerade die Gegenrichtung dessen, was wir brauchen, und mit dem Bundesklimaschutzgesetz, mit der neuesten Novelle, sieht es nicht anders aus. Hier ist der Landnutzungssektor adressiert als globale Senke, und zwar nicht in der Weise, wie Sie ihn sehen, in der Produktion von Holz, sondern im Aufbau von Vorräten im Wald. Illusionäre Vorräte, die da in den Raum gestellt werden, in der Wachstumsprognose, die wir nie und nimmer werden erreichen können. Die Wälder sterben uns im Moment ab, und es ist besser, sie vorher zu nutzen, als das CO2 über Mineralisation dann wieder in die Atmosphäre gehen zu lassen. Vielleicht können Sie da sagen, wie die Politikberatung auf den höheren Ebenen funktioniert. Ja, nein, das ist ein
enorm wichtige Intervention, die Sie eben gemacht haben, weil wir in der Tat politisch eine fatale Fehlentwicklung in der Hinsicht haben. Und ich sage das nicht als jemand, der den Wald nicht so, wie er ist, schätzt. Und ich bin, glaube ich, sehr naturverbunden immer schon gewesen. Aber ohne aktive Bewirtschaftung werden wir keine Chance haben, erstens die Klimakrise zu bewältigen, aber überhaupt auch nicht wird es uns gelingen, den Wald zu bewahren, weil wir haben die natürlichen Systeme und auch die bewirtschafteten Systeme schon tief in eine Krise hineingetrieben. Und jetzt können wir nicht einfach sozusagen den Staub von den Händen schütteln und sagen, so Natur, jetzt hilft dir selbst sozusagen. Aber es würde uns vor allem eben ohne den Wald als Gefährten bei der Klimarettung einzubringen, würden wir eben die Heißzeit gar nicht mehr vermeiden können. Ich sehe da eine fatale Fehlentwicklung. Die hängt leider mit Kurzfristdenken zusammen. Auch der Klimaschützer sozusagen, Klimaschutzgesetz, europäische Verordnungen und so weiter. Man sagt natürlich, wenn ich jetzt keinen Baum mehr umsäge und eben dieses Kohlenstoffmuseum weiter erweitere, dann habe ich erstmal einen scheinbaren Nutzeffekt für das Klima erzielt. Aber irgendwann ist natürlich diese Birne geschält, ja? Dann können sie nicht weiter, sind sie im Klimastadium, dann verrotten die Bäume wieder und so weiter. Sie müssen ein dynamisches Gleichgewicht aufbauen, wo sie möglichst viel Biomasse nachhaltig auskoppeln können. Und das geht natürlich nur durch aktive Bewirtschaftung in diesem Fall. Ich habe mit Ursula von der Leyen tatsächlich am Montag darüber genau gesprochen. Sie sieht diese Problematik, aber in der Kommission gibt es natürlich andere Stimmen auch. Zwei Dinge kann man dazu tun. Sie könnten sich, alle sollten sich eigentlich aktiv einbringen. Die nächste Bundesregierung sollte darauf hingewiesen werden, dass wir hier ein wesentlich intelligenteres Klimaschutzgesetz brauchen. Das muss nochmal auf den Tisch kommen, es muss diskutiert werden. Und Ursula von der Leyen hat versprochen, dass sie auch nochmal einen europäischen Waldgipfel durchführen will, am besten in einem skandinavischen Land, wo sie Position beziehen wird. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich zusammen unsere Stimme erheben und sagen, aktive Waldbewirtschaftung ist das Gebot der Stunde und die einzige Möglichkeit, wie dieser enorm wichtige Sektor beitragen kann, ja, zur Klimarettung, zur Rettung der Welt, wenn Sie wollen. Ganz herzlichen Dank, Professor Schellnhuber, dass Sie dabei waren, dass Sie überzogen haben, wo wir Sie haben etwas zu spät starten lassen. Ich hoffe, Sie kriegen noch Ihre, welche Verkehrsmittel auch immer, nach Rom. Und ganz herzlichen Dank, ja, für die große Ermunterung, die große Bedeutung der Forstwirtschaft.